Hallo und herzlich willkommen bei LiveBeat. Im heutigen Video möchte ich dir zeigen, wie du ganz einfach Frikadellen bzw. Buletten machen kannst. Ich wünsche dir beim Schauen und beim späteren Nachkochen viel Spaß. Um Frikadellen bzw. Buletten zu machen, brauchst du folgende Zutaten: Hackfleisch, eine Zwiebel, ein Ei, ein trockenes Brötchen, Salz und Pfeffer zum Würzen und Margarine für die Pfanne. Damit das Brötchen später, wenn ich es brauche, schön weich ist, lege ich es in eine kleine Schüssel mit Wasser und lasse es einweichen. Dabei versuche ich, das Brötchen auseinanderzubrechen, damit Wasser eindringen kann und die Luft rauskommt, damit sie nicht auf der Oberfläche schwimmt, sondern im Wasser bleibt. Ist nicht ganz einfach, wenn du ganz trockenes Brötchen hast. So, ein bisschen Wasser ist in das Brötchen eingedrungen, trotzdem will das Brötchen nicht im Wasser liegen bleiben. Ist wahrscheinlich noch zu viel Luft im Brötchen. Ich lasse es einfach auf der Wasseroberfläche liegen und mache weiter. Jetzt nehme ich das Hackfleisch und lege es in eine Schüssel. Als nächstes schäle ich die Zwiebel. Und schneide sie in kleine Würfeln. Diese müssen ganz fein sein. Die Zwiebelwürfel kommen zum Hackfleisch hinzu. Ich schlage das Ei rein, wenn es mal richtig klappt. Jetzt etle. Das Brötchen ist trotzdem, obwohl es nicht im Wasser lag, schön weich geworden. Jetzt muss ich nur noch versuchen, so viel von dem Wasser wie möglich aus dem Brötchen rauszuquetschen. Sonst wird nachher die ganze Fleisch-Brötchen-Mischung einfach zu wässrig. Falls das Brötchen nicht ganz weich ist, wie das bei mir der Fall ist, musst du es einfach nochmal teilweise ins Wasser legen und warten, bis es halt eingeweicht ist. So, jetzt habe ich alle Zutaten in der Schüssel. Das ganze Zeug in der Schüssel würze ich ganz kräftig mit Salz und Pfeffer und vermische danach alles zusammen zu einer Hackmasse. Aus dieser Masse werden anschließend Frikadellen geformt. So, meine Hackmasse ist fertig und jetzt werde ich daraus Frikadellen formen. Die Größe der Frikadellen ist hier nicht entscheidend, wichtig ist, dass die nur nicht zu dick werden. Sonst werden die beim Braten in der Mitte nicht richtig durch sein. So, die letzte Frikadelle ist in Arbeit. Gleich geht's ans Braten. In eine heiße Pfanne gebe ich Margarine hinein und warte ab, bis diese größtenteils geschmolzen ist. Jetzt ist es soweit. Jetzt kommen die Frikadellen in die Pfanne rein und werden von beiden Seiten goldbraun gebraten. Es gibt hier keine Regel, wie lange du die Frikadellen von beiden Seiten braten musst. Es kommt darauf an, wie heiß die Pfanne ist und wie dick die Fleischklöße sind. Bei mir werden die immer von jeder Seite insgesamt etwa 15 Minuten lang gebraten, allerdings wende ich sie in der Zeit mehrmals.
Du musst einfach mal schauen, wenn du meinst, die Frikadellen sind gut, nimmst du einfach eine heraus, schaust, ob das Fleisch mitten drin nicht rot ist und kannst ja auch probieren, ob sie auch gut schmeckt. Es ist halt Erfahrungssache, mit der Zeit weiß man sowas aus dem Kopf und meistens sind die dann auch fertig, wenn man meint, die wären fertig. Mit der Zeit und mit der steigenden Erfahrung siehst du ja auch, wann die Frikadellen fertig sind bzw. Fleisch fertig ist. Das braucht halt allerdings ein bisschen Zeit, bis man das irgendwann mal raus hat. Jetzt aber genug gequatscht. Nimm dir die Zeit und schau dir das Video zu Ende an, wie ich die Frikadellen fertig brate. Nach etwa 30 Minuten sind meine Frikadellen fertig, werden herausgenommen und heiß serviert. Ich wünsche dir eine schöne Zeit in deiner Küche und guten Appetit. Falls dir mein Video gefallen hat, dann gib mir einen Daumen hoch. Über einen Kommentar würde ich mich ebenfalls freuen. Du kannst auch meinen Kanal abonnieren, um immer auf den Laufenden zu bleiben. Tschüss und bis zum nächsten Mal.